Ja, in welche Lane parte ich hier rein? Online wieder sehr schwer zu ganken. Ich perf jetzt erstmal ein YouTube-Video. Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Gute Überleitung. Ja, gute Überleitung, Sehr stark. ja. Ja, 4-3, 95 EP oder so. Moin, willkommen und hallo zu diesem heutigen Upload. Ja, okay. Du musst mehr Energie da reinbringen. Wir erwarten Ja. noch was von dir. Hey, was bist du denn jetzt so? Ja, wie? Doch YouTube. Ja, aber. Also gerade die Ja. YouTube-Leute sind die nettesten. Die Ja, mögen mich ja actually. die sind ja auch super nett. Sie mussten ja gerade denen mehr bieten. Ja, aber da darf Hörst du ich ja. meine YouTube-Stimme? Da ist sie! Oh Let's mein go Gott. und rein da, alle zusammen! Woohoo! Warum hat denn der Echo Smite? Das ist eine gute Frage und auch eine sehr berechtigte Frage, die ich dir leider nicht beantworten kann. We have to. Doch. Oh! Oh, das ist sehr cringe von mir gewesen. Dann hast du Q, du Zwei. hast Q, ne? Oh, Junge. Bitte die Poppy! Die ganze Familie hochgeworfen, ey. Oh. Hätte ich meine Lane deutlich leichter machen können. Oh, das hat der Flash jetzt übernommen. Ja. Sehe ich 50 keinen haben wir. Leash? Habe ich keinen Leash als Jarvan? Ist schwierig. Ja, dann gehe ich doch mal den Lee abpacken. Sehr gut. Oh, ist gerade fertig. Awkward. Awkward. Was hörst du eigentlich so für Musik? Bei uns ja gar Gerade nichts, durch weiß ich ja, den aber. Verlierer-Streak. Was soll denn das jetzt? Ich habe gerade mein Leben komplett gehintet. Ja, also ich bin mit Deutschrap groß geworden. Ja. Und hab dem Gangster-Rap auch nie so wirklich abgeschworen. Okay, also das Matchup ist einfach am Playbefehl. Er hat mich komplett gereckt. Da bin ich Level 3 geworden und hab den mal kurz umgeboxt. Ja, aber ich habe ja auch eine Ausbildung zum Suborchesterdirigenten. Ja. Genieße durchaus auch die klassische Musik. Aber die halt gerade ein bisschen weniger. Bisschen anstrengend finde ich manchmal. Ja. Und du? Ich höre alles durchweg. Ja, aber du bist ja schon so ein Malle-Party-Schlager-Hit, ne? Das finde ich halt lustig und cool. Da kann man Lustig. mit viben. Ja. Okay. Ja, Ja. ich hör Deutschrap, Gangster-Rap auch nur, weil ich es lustig finde. Das ist doch schön. Ja. Ja, Welche ich höre Linien setzt du so. dir sonst noch so? Ich hör halt aus jedem Bereich die besten Songs so. So Chart-Hörer, weißt Ja, okay. du? Da ist halt aus jeder Sparte was dabei. Ich verstehe. Einzige, was ich nicht so krass, so Hardcore Metal. Metal. Da habe ich nichts. Ja, aber das ist ja auch eine Meinung, die mittlerweile viele Menschen vertreten, ne? Also auch einfach, weil es als attraktive Meinung gilt. Und es gibt ja so Gesellschaftsmeinungen, sowas wie, boah, hier ein Musikstil hören ist cool. Deswegen behaupten Ja. das viele von sich, weißt du? Ja. Das ist so wie, keine Ahnung, ich bin ja ohne Fernseher groß geworden, weil meine Eltern einfach keinen Ja. Fernseher hatten. So, und wenn ich mit Leuten darüber geredet habe, jeder sagt immer, oh, ich gucke auch nie Fernsehen. Aber es ist mir ja völlig egal, so, ne? Keine Ahnung, wo ich Fernsehen gucke. Ja. Überhaupt kein. Es war ja nicht meine Entscheidung. Ich bin nicht freiwillig ohne Fernseher groß geworden. Ja. So, und aber es ist einfach so ein. Also mittlerweile ist es natürlich auch mehr so, aber es war halt früher in der Jugend auch immer so. Einfach weil es cooler war, zu sagen, man guckt keinen Fernsehen. Ich habe früher viel Fernsehen geschaut.
Yes, good sir. War schon eine gute Zeit. Eine gute Zeit, sagt. Ja, Johnny beim Leutzock. Was denkt die Gegner gerade nicht? Oh, hier, Karl schreibt, Pius hört nur gute Musik. Siehst du? Wer schreibt das? Karl. Ja, aber Karl muss wissen. Der Karl, der weiß das. Wenn ich den hitte, Echo, bist du tot. Ich hoffe, du weißt das. Geil. Oh. Tot. Ich bin wirklich tot. Oh. Boah! Ambitious. Lol. Das hat mir fast den Frame gegeben, Echo zu fressen. Ja. Stream am Sterben? Oh shit, sorry. Ah, oh, ich hätte das Base direkt dann laufen können. Bin on my way. So. Weißt du, die liebsten Midlaner kommen hier zu spät, machen einen Step. Eine Taste. Ja. Well played. Echo Miss. Kobe. Rampage. Ja. War wieder ein sehr gutes Game. Okay. Wie verlieren wir das jetzt noch? Wo müssen wir rein? Ich geb hier schon alles in meiner Lane. Perfekt. Aber hat mich abgeholt, der Echo, also. Er ist einfach auf die Lane gekommen, hat das Cannon gesmited, um es zu securen und ist dafür gestorben. Echo hat einen Roam. Mhm. Ich hab auch Everfrost ab, also. Du bist es, du ist, glaube ich, schwer für uns zu verlieren. Danke fürs Respektieren. Ja, na klar. War kein Stress. Hey, der Stern hat Bock. Das ist der Support, Poppy. Ganz so süß wie der Ständer dachte, ich könnte sterben. Können wir ja Blue machen, Van? Ja. Okay. Sehr gut. Echo Miss. Rüge. Rette mich! Ich hab sie geeverfrostet, was willst du noch? Oh mein Gott. Rette du mich! Fuck, die hätten wir abbekommen. Alter, ich hab einfach 3 Qs in Folge gemisst.
Schwierig. Hallo, Marvin. Man, so bad sein. Ich hatte gehofft, dass ich noch keinen W-Up hat. Da hätte ich, glaube ich, zwei Leute killen können. Ja, ich musste alle drei killen. Das ist komplett offensive, dass die mich chasen. Was ist das für ein Game? Das Ding der AP auch, ne? Die sind einfach in sie reingelaufen. Das Game ist, also. Ich habe das jetzt mal gegen Equia Remix gespielt. Das hat sich sehr gut angefühlt. Ich habe Q-Max gespielt. Das ist schon deutlich lamer. Aber es liegt doch daran, dass ich gerade 4 Qs in Folge gemisst habe. Das ist ein bisschen Einfluss auf meine Meinung, befürchte ich. Würde ich auch sagen, ja. Macht gar keinen Schaden mit Q, wenn man nicht mit Qs hittet. Warum ist das Schwester jetzt runtergerannt? Gehen wir Aram? Ja. Da komme ich auch. Bin da. Playable. Ja. Aber die Pop. Oh, Echo? Ein Ult. Oh. Ja. Oder fighten? Ja. Aber ich. Also, meine Quote ist wirklich nicht gut. Na gut. Scheiß. Oh, Poppy. Gut shit, gut shit. Wollen wir fighten? Nein. Alter, hier tut alles weh. Hä? What? Ich bin bei dir. Warum hat der Turreted von gegen Thresh kein Damage gemacht? Oder ging der auf Papier los? Der ging auf mich. Auf dich? Ja. Na gut. Dann well played. Jo, hab ich genau. Das Team. Oh, das ist ein Drake. Die Bären aber auch gerackt, die Gegner, ne? Ja. Was ist denn mit dir? Fast ein Game. Silence! Oh Mann. Ich bin Drachenleib fertig. Ja, super. Jo. Oh, noch hier das Enemy Cam. Oh, ich meine, so ein Botlane Turm ist ja nicht von Bedeutung für dich, wie ich sehe. Ich hab den Drachen genommen. Ein paar kleine Brötchen hier backen. Ich hatte das Gefühl, der Drache hätte ja dich genommen. Ja. Auch richtig. Yum, yum. So.
3000 Gold. Also ich habe hier langsam ein größeres Problem. Warum? Ich one-shotte den Echo, bevor ich mit der Ult rankomme. Ja, das ist natürlich blöd. Ja, da weiß ich noch nicht, wie ich das Problem lösen kann. Aber wenn du da eine Idee hast, ne, dann lass mich gerne wissen. Da habe ich keine Idee. Ich glaube, das ist ein sehr blödes Problem, was du da hast. Ja. Sollte man schnell abstellen. Ich denke, es ist unplayable. Ja. Fett FFN. Alter, ihr habt so recht, ich wollte nicht über die Wand drüber. Bruder, du hast 3 Stacks. Ja. Aber ich krieg das ja nicht fertig. Ich krieg's ja erst jetzt nach den beiden Camps fertig. Das sieht ein bisschen. Oh, schön. Oh, holy shit. Habe ich mir die Werfer aber auch verdient danach. Boah, Oh! Ja, das haben die beide komplett in Zen gespielt. Also ja, und unsere Botlane performt. Ja, auch der Lee. Achso, der performt nicht. Das ist auch mein bisheriger Eindruck gewesen. Oh, die Plays. Ach, die Kalle ist doch nicht rechtzeitig rausgezogen, das Problem kennt man. Jo. Jo. Exakt. Jo. GG. GG. War doch ein schnelles. Ja, war ein ganz fixes. Aber ja. Sugar Javan ist auch meist gefürchtet, ne? Ja, auch wenn es gestern ein Game mal nicht lief, aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja, aber da waren wir auch unter Zeitdruck, ne? Das ist richtig, ja. Unter Zeitdruck haben wir gemerkt, können wir nicht. Da funktioniert bei mir gar nichts. Nee, also da war einiges im Argen. Ja, starke Performance natürlich auch von unserer Botlane, ne? Muss man ja auch mal sagen. Muss man auch mal hervorheben, ja. War super. Sie da Level 3, 2 gegen 3, 2 für 1 traden. Fand ich gut. Fand ich auch okay. Und auch ein extra Shoutout an das Smite von Echo. Dankeschön. Nächstes Mal nicht so offensichtlich machen. Da war aber sehr gut. Hat mich abgeholt. Schreib ihm, er soll MR kaufen, damit er bis zur Ult überlebt. Please buy MR. Okay, ja, Dia 2 war eine weitere Folge. Shoutout bei Pius vorbei. Könnt ihr mal auf Twitch folgen. Ja, wäre super. Tschüssi.